Und willkommen zurück bei Let's Play Morrowind. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach der Höhle des Fleischgeborenen, um die Prophezeiung zu erfüllen. Und weil dem eben so ist, raste ich gerade mal und versuche... 8 Uhr am Morgen ist natürlich schon wieder viel zu früh, verdammt. Zu spät, meine ich. Warte mal. Ja... Ich glaube so 6 Uhr morgens müsste richtig sein. Aber die Höhle kann doch dann eigentlich nicht... Die kann doch nicht unsichtbar sein, bis dass wir da irgendwie die Zeit abgewartet haben, oder? Kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, wo das ist. Und jetzt ist auch noch so scheiß Wetter. Geh weg. Kann doch wohl nicht wahr sein. Stirb! Hey! Okay, den hatten wir lang nicht mehr. Wie, die halten auch ganz anders aus mittlerweile. Dietrisches Wacki-Zaschi. Haben wir dafür noch... Ja. So, jetzt sieht man obenrum mal aus. Aber wo soll das sein zur Hölle? Und dieser blöde Scheiß-Sturm muss jetzt auch mal weggehen. Ansonsten hat das eh keinen Wert, da irgendwas zu suchen. Unsere Rast wurde gestört. Natürlich. So. Wo kann das sein? Also die Höhle an sich muss ja da sein. Die muss ja an sich schon da sein, nur halt eben verschlossen, ne? Die Haut der Perle. Guter Lagerplatz, das muss das sein. Und irgendein Felsen, der irgendwie heller aussieht als alle anderen. Das ist doch... Ich wette 100 Euro, dass das... Welcher könnte das nur sein? Der ist aber auch nicht heller, der Felsen, ne? Das ist... echt blöd. Hier hinten ist... auch nix. Ich gehe mal gerade hier so ein bisschen... aber da komme ich ja so oder so nicht hoch. Oh, wohl doch. Aber da ist nix. Hier ist nichts. Oh, außer... oh, Viechern. Da hinten ist ein Aschenfuzzi. Könnte ein gutes Zeichen sein. Mehrere sogar. Oder die sind einfach nur so da. Wir... schauen uns mal um. Hallo? Komm schon, Zappel Philipp. Stirb. Ich gucke mich hier mal gerade um. Oh Leute, das wird schwer. Das wird echt schwierig. Geh mal hier unten lang. Weil jetzt... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Jetzt geht gerade hier die Sonne auf. Na, toll. Na, ganz toll. Hallo? Scheißendreck. Wo kann das nur sein? Das? Tin Ahe? Ist es vielleicht... Hallo? Tin Ahe? Ihr Enver! Gute Nacht. Magst du das vielleicht sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ihr werdet sterben, glaube ich nicht. Leg dich erstmal hin, ruh dich aus. Alles wird gut. Das ist es auch nicht, ne? Ja, ganz viel Blödsinn hier in den Kisten und Mondzucker und so weiter, aber das bringt uns ja auch nichts. So, dann dort. Hallo? Wow, eine leere Truhe. Herzlichen Glückwunsch. Das hat sich ja total gelohnt. Das ist es aber auch nicht. Es tut mir leid. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock da irgendwie zu googeln oder so. Das mache ich ja eigentlich nicht so gerne. Aber wenn wir das echt nicht finden, bleibt mir keine andere Möglichkeit. Maranadon? Ah. Das sieht vielversprechender aus. Zumindest was die Kerzen und die merkwürdigen Kopfs. Kranken hier angeht. Hallo? Ach, Leute. Manchmal frage ich mich, was hier falsch läuft. So, zwei Stück haben wir noch. So. Das sieht wirklich gut aus hier. Aber wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Hi. Na komm. Pam. Pam. Guten Tag. Was wir gleich mal einstellen. Warte. Immer bester Angriff, genau. Dann können wir nämlich so schlagen, auch während wir nach vorne laufen. Das ist um einiges einfacher. So. Jetzt gucke ich aber erstmal da hinten. Da ist ein merkwürdiger Fürst. Oder ein Dagurt irgendwas. Ich kann leider nicht rasten. Das sieht echt gut aus. Na komm. Immer noch nicht. Bling, 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 bling.
Aschenghul, ja, ja. Ihr seid geschlagen. Hey! Au. So, hinunter mit euch. So, was prangert da an dieser Figur? Nix. Da ist doch irgendwas. Obwohl, nee, ist es nicht. Das ist nicht das Richtige. Hier können wir nichts Besonderes tun. Das ist falsch hier. Obwohl es richtig aussieht. Sind wir trotz alledem falsch? So, jetzt gucken wir nochmal hier unten. Da wartet nochmal er. Oh, und die lassen sich echt verdammt schwer treffen. Wir können immer noch nicht rasten. Überall Feinde. Obwohl das schon ganz gut eigentlich aussieht. Hallo? Nochmal nackte. Nackte Dai. Nackte Dai. So, lass mich hier hoch. Kommt schon, Spiel. Oh, hallo, Lady. So, jetzt kann man rasten. Bringt uns aber auch nichts und an sich auch cool. An sich ist hier ja nur auch nichts. Außer ein bisschen Geld. Ja. Muss ich wirklich Dr. Google fragen? Muss ich es echt tun? Ich wollte es eigentlich verhindern. Aber ich glaube, es bleibt uns nicht mehr viel anderes übrig. Obwohl so ein heller Felsen ja eigentlich ganz einfach zu finden sein müsste, ne? Also, und so stelle ich mir das Ganze auch vor. Also, dass da wie so ein Felsen wahrscheinlich ist. Steht ja auch da für die... Genau, ich erinnere mich. An der Spitze ist, nicht weiß, doch viel heller als die anderen Felsen in der Nähe. Der Eingang zum Tal des Windes ist gleich unter der Nadel. Die Nadel im Tal des Windes, das müssen wir finden. Und im Tal des Windes sind wir ja an sich schon gewesen. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Wir gehen da jetzt nochmal hin. Falls ich es... Oh, Mann. Falls ich es nochmal wiederfinde jetzt. Oh. Ach, cool. Praktisch. Schnelligkeit. Huch. Na, toll. Das soll weggehen. Geh weg! Auch nicht wahr. Oh Mann! Hört das denn hier nie auf? Okay, ich glaube, es hört einfach nie auf. Aha. Aha. Ich gebe euch gleich mal Abschaum hier, Freunde. So, das war's für euch. So. Ist hier irgendwas auffällig? Auch nicht, ne? Gott im Himmel, wo sind wir denn? Viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Freunde. Ach, Kack. Ich hasse es. Eigentlich konnte man immer so schön hier hoch baggeln. Aber jetzt geht das nicht mehr. Oh,
So. Wo kann das nur sein? Wir müssen echt diese Nadel finden. Tut mir jetzt leid, dass wir so eine Folge jetzt hier haben, wo wir nur blöd in der Gegend rum suchen, aber ja. Das gehört nun mal dazu. Zu Morrowind. So, das ist ja jetzt hier wieder dieser... diese Nadeldinger, ne? Sieht zumindest so aus. Da, wo wir schon waren. Ich lasse mal kurz den Trank vergehen. Ihr könnt nur auf festem Boden rasten, ja. So. Ich will jetzt aber erstmal diesen... blöden, genau. Das will ich weg. So, das sind diese beiden Dinger. Jetzt geht man hier hoch. Das ist doch ein ganz anderer Weg hier, oder? Bin ich jetzt total bescheuert. Ach was. Höhle des Fleischges. Okay. Gut. Die Pforte ist verschlossen und wird sich nicht öffnen. Der Stern ist der Schlüssel. Okay. Das ist schön. Jetzt rasten wir nochmal eine Stunde. Nochmal eine. So. Stunde der Dämmerung unter Azuras Stern wird sich die Pforte. Sie öffnet sich. Und was finden wir? Wir finden Mond und Stern. Festigen Charisma und festigen Wortgewandtheit. Okay. Mir das Ding jetzt schon angelegt? Es ist weg. Nee, hier. Das sind anscheinend Geister hier, die jetzt erschienen sind. Hi. Ich war nicht der Richtige, aber ich warte ab und hoffe und fragt und ich werde euch meine Geschichte erzählen. Ich sah Morrowind an das Kaiserreich fallen. Ich habe die Demütigung der Kapitulation erleben müssen und schwor dem Kaiservolk und dem Tribunal blutige Rache für ihren Verrat. Irgendwann in späteren Jahren resignierte ich und zog zum Roten Berg, wo ich alt wurde und gegen die Pest und die Monster des Roten Bergs ankämpfte und dabei starb. Nehmt meine Waffen und meine Rüstung, ich brauche sie nicht mehr... Cool. Sind wir wahrscheinlich überladen. Ja, klar. Irgendein Brustharnisch. Muss ich das echt mit mir schleppen? Willkommen, Fleischgeborene. Ich bin Aneteria. Ich war nicht der Richtige. Aber ich warte ab und hoffe. Fragt und wer werde euch meine Geschichte erzählen. Dann schieß mal los. Während der goldenen Ära des Tribunals war ich ein heiliger Kreuzritter des Tempels. Ich habe einen großen Teil der Schriften verfasst, die später vom Tempel unterdrückt wurden und die man nun Apographa nennt. Ich folgte dem Tribunal bedingungslos, leider, wie ich sagen muss. Ich habe nie an die nerevanische Prophezeiung geglaubt, bis es zu spät war. Nehmt meinen bescheidenen Besitz und meine Segenswünsche. Oh, Leute. Ich muss das aber nicht behalten, oder? Willkommen, Fleischgewordener, Wiedergeborener, Mond und Stern, Hortator, Nerevarin, Trauernder des nicht betrauenden Stamms, Erlöser der falschen Götter. Ich bin Bergstern, ich war nicht die Richtige. Aber ich warte ab, hoffe, bla bla bla, gnädige Weisheit mich verführt.
Ich will antworten, wo ich kann und sagen, was ich weiß. Doch die Visionen Azuras sind oftmals nur schemenhaft. Zum einen kennt keiner die Zukunft und jede Entscheidung beeinflusst ihren Gang. Und dann ist die Wahrheit weder eindeutig noch leicht zu fassen. Azuras Rätsel ermahnen uns, lange und gründlich nachzudenken. Sie zwingen uns, der Wahrheit und dem Sinn auf den Grund zu gehen und uns nicht nur auf jede Eingabe und Körperkraft zu verlassen. Mhm. Ah, ich sehe, ihr tragt den Ring von Nerva. Niemand kann es leugnen. Ihr seid der wiedergeborene Nerva, der prophezeite Fleischgewordene. Der Tempel wird euch als Feind ansehen. Die Ordinatoren werden versuchen, euch den Tod zu bringen. Und die Tribunalsanhänger aus den Fürstenhäusern werden euch hassen und fürchten. Die Zweifler der Stämme werden eure Stärke testen und eure Ehre anzweifeln. Ihr werdet bekannt sein. Ihr müsst euch vorbereiten und bereit sein. Bla bla bla. Ich gehe mal hier so alles durch. Okay, von der kriegen wir nichts. Puh. Komm, Fleischgewordener, meine Geschichte. Ich starb vor 400 Jahren, in den letzten Tagen des Chaos und der Unruhen, als das Kaiserreich in Morrowind Einzug gehalten hatte. Ich war ein Denker, kein Mann von Taten. Und obwohl ich das Zeichen der Sterne hatte, war ich doch kein Held. Nehmt diese Dinge von mir, meine Knochen werden nichts dagegen haben. Aha, irgendein Gewand. Lord Dingsbums Gewand. Wo ist das? Aha, aha, aha. Hm. Naja. So, die beiden hier noch. Ich war ein Aschkan. Ich führte mein Volk gegen die Akaviri. Während die Hasenfüßigen Zerodiil wie Kaguti vor ihnen flohen. Was? Während die Hasenfüßigen Zerodiil wie Kaguti von ihnen flohen? Okay. Ich drang tief in die Festung und den Roten Berg vor und wusch die unsauberen Dinge mit ihrem eigenen Blut fort. Den Ratschlag der Frauen achtete ich nicht. Zu meiner Schande strebte ich nach Ruhm, ohne meine wahren Feinde zu Gesicht zu bekommen. Meine Axt und meine Stiefel gehören euch. Meine Segenswünsche begleiten euch. Schon wieder überladen. 12.000! Was für Stiefel? Wo sind denn seine Stiefelchen? Aha, aha, aha. Ja. Trotz alledem sind wir echt total überladen. Das geht so nicht. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen Ballast abwerfen. Ist doch echt hier nicht zu glauben. Na komm, weg damit. So, sie, Geschichte. Ich lebte in den letzten Jahren des Tribunals und im Verborgenen half ich die Akaviri-Invasoren erst zu zermürben und dann zu zerschlagen. Über den Nerevarin oder Dagod-Ur wusste ich nichts, bis ich Unterschlupf bei den Aschländern fand. Ich starb als Narr, als ich versuchte, die Ruinen von Kokorun zu plündern. Hier, nehmt dies. Vielleicht gibt es auch noch etwas in der Welt, das zu stehlen sich lohnt. Dietrich des Meisters, Sonde des Meisters. Aha. Aha, aha, aha. Herzlichen Glückwunsch. Gut, hatten wir alle, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja, wir hatten alle. Aber sie ist irgendwie komisch. Aber irgendwie bringt uns ja auch nichts mehr. Na gut. Das haben wir. Aha. Gut. Und dann denke ich, müssen wir jetzt einfach wieder zurück zu den Ushilaku. Den weiten Weg auf uns nehmen.
komme ich hier weg? Es war echt Zufall, dass ich das gefunden habe hier oben. Verrückt. Jetzt gucken wir mal, gerade sind wir einfach nur in die falsche Richtung gelaufen wahrscheinlich, ne? Weil da unten, ja. Oder? Hä? Doch, wir sind einfach falsch gelaufen. Weil da hinten ist gleich wieder dieses Banditenlager, oder? Auch nicht. Gut, wir waren im falschen Tal. Wir waren im falschen Tal. Das ist jetzt was hier? Darelit an Gruft, aha. Ja, ja. Geh weg. Ich hätte gerne einen Teleporter zum Oshilaku-Lager. Denn ich glaube, wir müssen das noch sehr, 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 sehr oft machen. Da wieder hin und wieder zurückzugehen. Das wird jetzt nicht das erste Mal gewesen sein. Vielmehr nicht das letzte Mal. Das erste Mal war es, aber nicht das letzte. Oh Gott. Viele Monster. Ja doch, wir sind hier lang. Wir sind falsch gelaufen. Das war dann doch das Tal danach. Wie schnell hier die Schatten sich bewegen. So, hier oben waren wir ja drinnen, ne? Ja, ja, da waren wir drin. Da ist noch ein Hunger, der uns anfällt, aber wir ignorieren ihn gekonnt. Ja, der ist weg. Und vielleicht gehen wir in der nächsten Folge dann mal... Na komm, gehen wir dann mal hier in die Zwergenruine. Denn so ganz ignorieren kann ich die ja nun nicht. Die ist ja da. Und ja, Zwergenruinen sind bestimmt auch ganz spannend, besonders weil die auch sehr cool aussieht. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die doch mal in der nächsten Folge zusammen an. Also, bis dann, tschüss!